Assalamu alaikum, meine Lieben. Ja, da sind die zwei Schildis, die chillen hier unter der Rotlampe. Ist schon kalt geworden wieder. Ich dachte, heute wären es 12 Grad. Nee, 9 Grad. Dann muss man die rein. Und hier, wer chillt hier? Oh, Oma Unsi, schläfst du jetzt doch im Bett? Die ist bestens gemütlich. Ja. Vorhin war sie auf der Stange, aber jetzt wird's warm, jetzt legt sie sich ins Bett. Ja. Ich habe eine Babyflasche gekauft, Milch, aber wollte sie nicht. Morgen versuche ich's mal mit einem Röhrchen. Ja. Eine Mango-Juice. Was machst du? Willst runter? Ja. Man kann das wirklich super einstellen mit dem Thermostat hier, ne? Guck mal, wenn man so macht, geht's aus. Na, und wenn es dann wieder zu kalt wird, geht's automatisch wieder an. Aber ich stelle es ja immer so auf halb ein. Na? Und immer nur die obersten zwei, nicht alle. Trinkst du noch ein bisschen unten? Ja. Ich habe ja auch was drüber gehängt, dass die Wärme sich hier rein fummelt, ne? Ja. Komm, ich mache jetzt beide an, weil ich bleibe noch ein bisschen. Dann kann sich das schneller erwärmen, weil ich finde es hier schon sehr frisch. Ja. Stich verbrannt. Da ist doch nichts. Die hat bessere Augen, gell? War heute ein krasser Tag. Schlaftabletten. Seitdem sie die Schlaftabletten genommen hat, kratzt sie sich viel. Entzugserscheinung. Und sie sagt, hat die Flöhe. Nee, woher denn? Orangenallergie wird's nicht sein. Ja. Ist auch aufgeregt gewesen heute, gell, mit dem Fausi. Baby. Ja, so ein Ding, 500 Pfund. Ich glaube, letztes Jahr habe ich es für 250 gekauft. 350 wird halt teurer, ne? Aber das lohnt sich, Leute. Es wird so schön warm, das Zimmer. Wir benutzen das nimmer. Also, dieses Jahr war es, finde ich, jetzt nicht so kalt. Vielleicht auch wegen meinen Wechseljahren-Dings. Ich habe noch Ventilator an. Die Kinder auch. Ja. Und ich bin auch schon auf dem Weg ins Bett. Wir haben Zähne, alle schlafen schon. Ja. Heute gab es Kepta, da habe ich Haragan gekriegt, zwei Renni genommen innerhalb von einer Stunde, weil es ist weggegangen, aber wiedergekommen. Na, Haragan, was heißt das schon wieder? Sodbrennen. Das war vielleicht zu fettig, keine Ahnung. Ne, komm ins Bett hoch, komm. Hier vor, komm. Baby, Tali, komm. Was machst du denn da unten? Komm, hier oben in die Villa. Ja, ich schwärme da. Komm hoch. Komm. Ja, Leute, es ist nicht für immer. Das ist nur temporär. Bis sie sich an uns gewöhnt hat, ist jetzt gerade mal eine Woche da. Schätze ich. Und da ist schon viel passiert. Ich kann sie am die ersten erster Tag richtig gebissen, zweiter Tag bissle und dritter Tag gar nichts mehr. Ja, mit Erziehung geht es. Ich sage jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, aber Affen machen es auch nicht anders untereinander. Ja, und jetzt hat sie Respekt. Ich bin hier überm Rudel, mich beißt sie nicht. Allerdings bei Shani ist noch nicht so ganz. Und beim Jonas weiß ich nicht, aber ich glaube, den wird sie auch, wenn er sie jetzt bedrängt.
Aber die sind schon echt akzeptiert im Rudel, aber noch niedrig. Gell? Das dauert. Komm hoch ins Betty, komm. Hier ist doch schön, guck mal. So ein tolles Bett gemacht. Komm, guck, die kratzt sich die ganze Zeit. Vielleicht von den Tabletten, ne? Nebenwirkung bei den Affen. Was machen Sie da? Hallo, hallo. Jetzt geht's aus, es ist schon wieder zu warm. Komm hoch, komm. Du hast heute wirklich viel gefällt, also wirklich sehr viel gefuttert. Und immer noch in die Gosch. Wir haben ja noch ein Brot ihr gegeben, wo ist das? Da hängt noch die Karotte, die zweite von heute. Ja, die brauchen viel. Viel Futter. Mahmoud ist schon wirklich an die Grenzen gekommen nach einer Woche im Haus. Wenn der wüsste, die bleibt locker noch 2 Monate hier. Ganz Ramadan wird sie hier sein. Ja. Ich will die wirklich zahm haben. Ich habe die jetzt nicht gekauft, um einfach da. Ich wollte sie mit der Simsim, aber wenn ich dann so sehe, die ist gar nicht so klein. Die ist schon verzogen, man muss die wieder hinziehen. Oder auch wenn sie ein Baby wäre, glaube ich, hätte ich sie gar nicht hintun können. Hey, geh an! Hast recht. Komm, jetzt. Das ist halt wirklich, die muss einfach die Zeit mit Menschen verbringen, denen vertrauen und dann, wenn das alles in Ordnung ist, kann sie gehen. Und ich will ihr auf jeden Fall noch eine Rabies-Spritze geben. Und noch ein paar Katzen müssen nachgeimpft werden, weil ich glaube nicht, dass die geimpft sind. 3, 4. Die Silva, Moloha, Mischmisch, Zucker, Daisy, die neuen halt. Ja. Na gut, dann gehe ich jetzt wieder. Habt ihr genug Affe gesehen? Gestern Affen, heute Affen. Morgen zeigen wir wieder die Ziegen und die Beauty. Versuche ich mal wieder eine kleine Trainingseinheit mit ihr zu machen. Kommt drauf an, wie ich mich fühle. Heute ging es ein bisschen besser. Aber das kann ja noch vom Cortison sein. Und ich habe mich auch extra nicht überanstrengt. Jetzt kriege ich wieder Augenzucken. Ja, ich esse jetzt mal eine Banane und gehe ins Bett. Okay. Gutes Nächtle. Guten Morgen, ein neuer Tag. Beauty, komm. Habibti. Ja, Katzen sind wieder draußen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, you can help me for the. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, Mausi. Okay. Wow. You know where is the Magnesse for Barra? Ich muss das hier kehren. What under my legs? What? I make it. What? Kemelisuk? What? Noch eine Woche, sagt er, soll ich mich ausruhen. Ja. Na, ihr Mäuse. Alles gut? Ja, Leute. Ein Gösselchen, das Kleinste, war heute nicht, war heute leblos da.
Ja. Hallöchen. Hallöchen. Oh, der Kleine ist da hinterher gehüpst. Tini. Ja. Und du? Hast du Schnupfi? Von der Kälte. Wie der guckt, der Schafsbock. Was kommen wir haben? Ach, Marokko und 2.0. Ja, haben wir dich getauft. Na? Schuschu ist auch gut gewachsen da hinten. Nee, was? Ach, Schuschu ist doch die. Ach, ich vergesse das immer. Casablanca meine ich. Na? Bist am Wiederkäuen. Super. Fausi! Kommst halt wieder raus? Ja, heute ist die. Ist auch schon draußen mit dem Käfig in der Sonne. Ja. Oh, super, Mahmoud. Ja, Fini. Habibi. Miau. Kaffee, komm, lecker, lecker. We have to close here this hole, the cat. Ach, komm, Gaffi, schnell. The rat? Ach so. Okay. Hi, tut ihr mich schön begrüßen? Hier muss man auch mal wieder putzen, also wirklich. Und Felix. Und Mizi. Ja, du weckst mir einfach nicht. Warum? Misch, gell? Felix, sag ich immer. Weiß nicht, warum ich immer auf Felix komme. Und ich suche diese Beule da. Hier. Ja, wo ist unsere Silva? Silva! Die kennt ihren Namen ja nicht. Wo ist die? Bestimmt im Zimmerle. Na, tut ihr schön aus dem Futtersack fresseln. Ja, ich weiß. Ja. Ich hab sie doch gerade noch gesehen. Silva! Komm, lecker, lecker. Ich sehe nichts. Sag mal, bin ich blind? Ja, Fino. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Muss ich sie suchen. So. Jetzt dürfen alle wieder frei sein. Bis jetzt. Ja, Silva. Kleine Zicke, aber der geht's besser. Ja. Der Fino kriegt jetzt halt gerade der Rest von der Cap da. Und das ist eh nicht gut für Katzen. Die sind sauer, die wollen auch. Und der Mischmusch ist frei. Juhu. Ich hoffe, der Zucker akzeptiert ihn. Gell, der ist doch jetzt kastriert. Ich weiß, es dauert ein bisschen länger, bis das alles... Aber der weicht dem aus. Guck mal, die Mizi, die haut rein. Was ist denn das für dunkles Wasser jetzt auf einmal? Ist da reingekommen? Ja. Hey. Wir müssen... Ja, aufgemacht. Wer frisst denn da drin jetzt? Der Pumi. Gaffi war draußen. Ja. Ja, die ist immer noch zickig. Der Zucker. Der wartet. Und der Mischmisch auch. Mizi, friss, du musst hier dick sein, wenn du hier rauskommst. Das ist nicht gut. Gell, Furby? So. Also, jetzt gucken wir mal nach den Gössel. Oh. Die nehmen es nicht an, gell? Das sind komische Gänse. Also alle Gänse, die ich gehabt habe, die haben alle Gössel, fremde Gössel angenommen, alles. Ich weiß nicht, was hier los ist. Oh, habt ihr schön die Eier gelegt. Die drei waren noch von gestern.
komm. Das hat er liegen gelassen, Leute. Oh nein. Das war gar nicht das Kleinste, was gestorben ist. Sag mal. Oh nein. Das muss ich jetzt... Ich lass mal offen, komm. Nee, dann können die raus. Nee. Dieser Mann. Na gut, wenigstens weiß ich jetzt, wer gestorben ist. Von den Gössel. Ein großes. Ja, vielleicht ist das auch eins von, die hat ja da rein, raus, weißt? Keine Ahnung. Ja, Fino, jetzt kriegst du wieder was. Komm raus. Komm. Komm raus. Das ist für dich. Jetzt nimm das. Ja. Und ihr könnt die Reste essen, da hinten. Sag's euch, immer was zu tun. Ja, Fino, bon appetit. Beauty ist draußen. Hier nochmal gucken. Also wirklich. Schuschu, jetzt kannst du mal langsam loslegen. Schwanger. Was ist denn das für eine Tüte? Also wirklich, ist ja ekelhaft. Schnell hochschmeißen. Weg damit. Gell? Immer noch am Wiedercoin. Ja, friss dich voll. Hast du abgenommen. Mäuseli. Ja, jetzt kannst du wenigstens aufstehen, gell? Mit den vier Typen in dem Bauch. Hey, Susum. Hi. Fausel. Wo ist sie jetzt? Sind wir glotzen. Ich komm. Kommst du zur Mama? Gestern war's cool, hä? Gestern war's cool mit Baby, gell? Hi. Ja. Lass doch, die Simsim will auch kommen. Sheila, hi. Also, Simsim ist viel schneller. Die kann bis zu 55 Kilometer pro Stunde laufen. Der schnellste Affe. Gell, ja. Du willst nicht, dass andere kommen zu Mama. Ja. Kommst du, Barra? Jetzt gucken wir mal. Willst du raus? Komm, zu Baby. Kommst du? Komm hierher. Wenn du raus willst, dann komm. Komm. Hopp. Jalla. Tale, Barra. Kommst du? Heute wieder nicht? Wieso? Gestern war es doch super. Komm. Ja, dann nicht. Letztes Mal kurz gucken. Komm. Baby wartet auf dich. Kommst? Braucht seine Zeit, gell? Nicht drängen, der Kerle. Susum, kommst du mit? Nee. Die sehen den Mann, meinen Mann da rumwerkeln und schreien alle. Ja, die sind aber viele jetzt aus im Video, gell? Boah. Viele Tiere, viele, Mascha Allah, Allahumma barik. Ah ja. 5 Schafe und 3 Ziegen, 8 Viecher. Ja. Looking much from here, Mascha Allah. 8 animals here. Your children. Alle hinterher. Und du auch, Tini, rennst hinterher? Ja, das ist nicht dein Platz. Komm zurück, Nugi. Ja, genau. Du bist schlau. Milka, komm, du dumme Ziege, ruft sie. Milka, komm zurück. Stimme. Milka, komm. Ja, komm, Milka. She called the other goat. You see? Close the door for the... Must not be mixed. Halt, stop. The boss is now inside. I just want to mix. Because I don't need the sheep together with the goats because of the... so cool.
Ja, Fausi, kommst jetzt. Jalla, komm. Alhamdulillah. So, keine Ahnung, wo der die Gans hingebracht hat. Gell, Gobi? Hey, Gobi. Guten Morgen. Alles okay? Nein, alles okay? Komm. La, Fino. Hey. Ja, Fini. Jetzt kommst du. Guck mal, was ist hier los? Bist du den Esel? Hm? Komm. Tausend Steine hier. Oh. Hi. Hi. Ihr Mäuse. Guten Morgen. Na, Jack. Oh, Bübü. Oh, Bübü. Oh, Bübti. Willst rein? Willst rein? Nee, dann hängst du wieder fest da hinten. Dann müssen wir dich wieder rausholen. Oder komm. Ist egal. Komm, geh. Geh rein. Geh, husch. Geh. La, Jack, du nicht. Komm. Komm. Ja, komm. Heidi, la. La, Heidi. Komm. Komm, Beauty. Komm. Sag mal. Dann weg, la. Halas. Nein. Zumachen. Fertig. Den Stein müsste ich wegheben. Da habe ich aber keinen Bock. Oh, was ist hier los? Nur Schrott. Von einem Schrott zum nächsten. Oh, hör mal auf. Jetzt hängt das an der Abaya fest. Ich habe 100 Sachen an, ich sag's euch. Die Schwiegermutter, was trägst du denn so viele Klamotten? Im Haus ist kalt. Also ich glaube, die sind jetzt auch fertig, die Bananen hier. Nachdem sind wie oft die tragen, muss man die kürzen oder was ist da los? Sieht nicht gut aus. Gell? Oh ja. Beauty ist weg, langweilig, die Esel. Aua. Ich gehe jetzt auch wieder rein. Amina und Mahmoud, die haben heute Streptokin genommen, weil Antinal gibt es ja nicht mehr. Ich denke mal, die Kepta war nicht so gut. Ich habe davon nur Sodbrennen gekriegt, aber sie hat richtige Bauchschmerzen. Mahmoud hat auch Krämpfe ohne Ende. Ich glaube, Kepta war nicht mehr so ganz. Yunus hat gar nichts, aber der hat wenig gegessen davon, glaube ich. Ja. Naja. Fino, wo ist die Ente? Keine Ahnung. Und die verbuddelt, dann nimmt sie jemand anders, weißt du? Dann lieber schicke ich es den Katzen, wenn der es nicht essen will. Wo ist's? Sag mal, bin ich blind? Sahara wird langsam wach. Naja. Lassen wir mal hier offen. Vielleicht liegt es auch hier irgendwo. Oder hat es hier unten hin in den Dreck vergraben. Für später, für gute Zeiten, für schlechte Zeiten. Ah, der geht schon hin. Directly. Wo hast du es hin? Wo ist sie? Zeig. Hast du es vergessen, wo sie hin hast? Dieser Hund. Jetzt gibst du dem mal eine Ente, vergräbt das im Dreck. Hat keinen Hunger, der Kerle. Die Katzen lecken sich die Pfoten. Wo ist es? Soll ich da noch im Dreck rumwühlen? Hier ist nichts. Wo ist die Ente? Die Gans. Ha, wo? Hast du mir auf die Terrasse gebracht? Dieser Hund. Bestimmt auf der Terrasse liegt das Ding. Stehen wir da. Ich hab da ein Teppich hin, die ganzen Fliegen kommen rein.
Es ist Wahnsinn. Jetzt ist mir wieder schwindelig. Guck mal, die Sauerei von gestern noch. Ah ja, Ballach. Ach komm. Wo hast du die Ente, du Säge? Kannst du doch nicht gefressen haben. Hier eine Ballach für dich. Und die Orange. Jetzt kannst du dich hier in deiner Villa entscheiden. Oben oder unten? Ah, der kann sich auf der Veranda auch abgelegt haben. Hier sind die Schildis in der Sonne. Ach, regt der mich auf wieder, der Kerle. Nee. Miezi, ich wusste, du kommst raus. Dann hausch uns wieder ab. Und wirst wieder krank. Habibti, warum weckst du nicht? Ach, Miezi, hast du die Ente genommen? Hä? Das gibt's doch nicht. Miau, miau. Sag's euch, Leute. Dann kriegt's die Miezi. Guck mal, was hier liegt alles. Hier könnt ihr arbeiten ohne Ende. Hier, egal, wo du hinguckst, gell? Aber ich hab die Geduld eines Ägypters. Einfach weiterlaufen. Stress dich nicht, weil das macht krank. Bin schon krank genug. Guck mal, das kann ich aber wegtun. Das habe ich auf die Aloe Vera geschmissen von oben. So, genau. Bess. Oh nein! Jetzt habe ich die kaputt gemacht mit dem blöden Karton. Eine Sieb. Ja, jetzt hast du wieder dein Fini. Fini, pass auf die Miezi auf, okay? Ja. Und wenn sie wieder abhaut, Leute, ich kann nichts heben. Ich habe die so lang gepflegt, den Blutdings alles gemacht. Ich kann sie ja nicht die ganze Zeit im Käfig einsperren. Das geht ja auch nicht. Wenn sie abhauen will, dann was will ich machen? Nee. Ich will halt auch ein bisschen Freiheit, gell? Kommt der blöde Kater wieder, der Romeo. Guck, sucht seine Silva. Dass der jeden Tag kommt, gell? Ja, Mausi, komm, mach Platz, mach Platz. Ja. Ah, riechst du die Ente? Nimmst du die Ente dann? Oder hast du die schon genommen? Sag mal, wo hat der die hin? Füttert man noch die fremde Tiere? Hast du die Ente gefunden? Ja, bestimmt. Der ist gekommen, hat sie geholt. Logisch. So dumm, hä? Hey. Der Fini. Kriegt er einmal eine Gans. Hat er noch nie gekriegt. Was ist das? Ja, die ist weg. Komm, was suche ich noch? So dumm. Einmal hier klotzen noch. Nee. Fertig. Du weißt, wo sie sind, gell? Stimmt, wir können doch heute Hühner bringen. Zum Schlachter. Ah ja. Miau. Ich gehe rein, mir wird schwindelig. Jetzt lassen wir zu hier. Also. Oha. Die hat Angst, ich will zu. Ich mach zu, guck. Ich habe Angst, dass jetzt auf die Oma geht. Ah, nee. Miezi. Ja, Leute, ich habe in einem Kommentar gesehen,
wenn die den Rücken, wenn sie den Popo zeigt. Ja, was willst du dann machen? Du musst doch zurückgehen. Oder willst du dich schlagen lassen? Was muss man denn da machen? Heißt es dann, sie ist dominant und ich bin das Säckel und gehe zurück? Logisch heißt es das, aber was will ich denn machen? Die ist doch stärker. Soll ich einen Stock nehmen und ihr zeigen, wo es... Der Sheikh Talat hat die Schuhe vergessen. Also weich. Mann, ey. Ich denk schon, was ist da los? Ah, oh. Oh ja. Fino mit seinem Baby. Die Kinder, hört ihr? Haben Pause. Ja gut. Fino. Ja, du Pascha. Ja, die spielen doch. Ich dachte gerade auch. Doch, die spielen. Ja, deine Freundin ist wieder da. Der trägt sie in meinem Knick. Fino, lass sie doch die Treppen hoch. Lass sie hoch. Dann haut die uns wieder ab, wenn du so grob bist. Fino, braha. Ja, lieb sein. Aber die will das doch. Guck, die will spielen. Das gefällt der. Der spielt aber aus süß, der Fini. Jetzt kommt der Sayed mit seinem Gemüse. Mahmoud bringt gerade Hackfleisch. Dann mache ich schnell die Spaghetti. Dann bin ich um 11 fertig. Um 12, 1, um 1 kommt der Jonas. Und ich lege mich dann nach dem Essen hin. Also ich höre nichts. Mischmisch und Zucker scheinen sich akzeptiert zu haben. Da kommt kein Geschrei. Gerade sag ich's. Kommt kein Geschrei vom Katzending. Als ob ich telepathische Fähigkeiten hätte, da Frau Lassin. Wer streitet hier? Nee, Felix, der Felix, da. Also bitte. Nee, Zucker ist weit weg vom Mischmisch. Okay. Die macht Stress. Du wieder. Ist doch noch ein geschwollener Darm, ein bisschen da an der Seite, ja. Ja. Was machst du für Geräusche? Du bist doch kastriert. Ist noch nicht runter, die Hormone. Das dauert noch. Und du legst dich ins Bett. Richtig sogar. Ja, schön schlafen. Das ist das Beste. Versteck dich. Das Elend will keiner sehen. Nee. Oh, bist du struppig. Misch, misch. Der muss erst mal zulegen. Gell, Rusty? Mein Baby. Rusty und Rosie, meine Mäuse. Ja, die Neuen halt, ne? Donner. Bist jetzt nicht mehr die größte Zicke, die zweite Zicke. Misch, misch. Du bist kastrierte. Bist du rollig oder was? Das wär's. Das wäre echter Knaller. Dann haben wir hier die große. Dann geht der Zucker auf sie drauf. Und wir haben erst nach Ramadan einen Termin beim Tierarzt. Aber die ist nicht rollig. Die verteidigt nur ihr Futter. Und der glotzt. Oh, Leute, mir ist schlecht. Und schwindlig.
Immer das Gejammer. Guck mal, wie der breitbeinig läuft. Wie ein Cowboy. Und du? Bälle abgelasert. Ja, super. Bambi. Bumbi. Guck mal, wie dick die Walze hängt runter. Heide, nein, schämst dich nicht. Guck mal, das Speckding. Ich hab keinen Speck. Doch. Hast du. Oh, guck mal, geputzt und schon wieder. Hier ist was los, gell, Pixi? Oh, kommst du zu Mami? Komm. Meine schöne Liebe. Oh, komm. Was ist da los, die Hasen? Die Hase, die Fächel, Alice. Oh nein, der Zucker pirscht sich an. Bitte nicht. Nee, das ist Prinz, Alhamdulillah. Zucker ist da oben. Zucker hat keinen Bock. Okay. Mietzi ist jetzt draußen. Jetzt machen wir da wieder Gedanken, ob die abhaut. Und die Maddie hier, geh du da rein, genau. Fino geht gar nicht in sein Häusle. Ist egal. Gut, Leute. Genug gelangweilt jetzt. Tschüss. So, ich bin doch nochmal da. Zum Verabschieden. Masse Lämmer. Boy.